Willkommen zu Frequent Traveler TV. In der heutigen Ausgabe geht es natürlich um Lufthansa. Wie ihr wisst, Lufthansa Group Update. Jeden Donnerstag versuchen wir euch mit den neuesten Informationen aus der Lufthansa Gruppe zu versorgen. In der heutigen Ausgabe, da werde ich auch ganz atemlos, gehen wir natürlich noch mal ein bisschen auf den Service ein. Gestern hatte ich ja über das Economy Class Langstrecken Buy on Board Konzept gesprochen und die Meldungen von euch waren da sehr, sehr geteilter Meinung. Die einen natürlich sagten, hey, Alkohol brauche ich nicht. Aber ich verlinke es auch nochmal hier irgendwo oben. Also insofern könnt ihr dazu was geben. Aber in der heutigen Ausgabe geht es auch um die 350er, die von der Philippine Airlines gekommen sind. Dann geht es um die 340-600er, also um vier Strahler, die bei Lufthansa wieder eingesetzt werden. Und dann ganz, ganz wichtig, was passiert mit dem Satelliten, wenn so viele Flüge ab München abgehen. Und das Servicekonzept bei der Swiss sorgt immer noch für Kopfschmerzen bei der Kabine. Das waren eigentlich so einige Themen, aber nach dem Intro kommen noch ein paar Themen mehr für euch. Wie immer an dieser Stelle Abonnierbefehl. Abonniert den Kanal, damit ihr keine Folge verpasst beim gepflegten Vielflieger-Talk, denn ihr wollt ja nichts verpassen aus der Welt der Meilen, der Punkte und des Status. Deshalb die Glocke auch anmachen, damit ihr auch wirklich informiert werdet, wenn wir live gehen oder wenn wir einen neuen Beitrag online gestellt haben. Diesen Beitrag liken und kommentieren, damit unser Algorithmus weiter nach oben geht. Danke für die, die uns schon folgen und danke, wenn ihr uns jetzt neu folgt. Aber lasst uns ins erste Thema einfach mal einsteigen. Und das Thema ist im Prinzip Black Friday, Cyber Week, wie das so schön heißt. Ich glaube, die nächste Woche ist eigentlich die offizielle Cyber Week. Aber es gibt im Moment Lufthansa-Gutscheine, die per E-Mail zugeschickt worden sind. 20 Euro. Bei den Schweizern waren es 30 Franken. Bei der Austrian waren es wieder 20 Euro. Also insofern für Flüge ab Deutschland und ab Österreich gelten die und für die Schweizer ab. Der Schweiz natürlich nicht für Eurowings oder so weiter. Da sind es andere Angebote. Also schaut in euer Postfach, damit ihr das nicht verpasst. Ansonsten gibt es im World Shop auch nochmal Angebote zur Cyber Week. Da solltet ihr auch nochmal reinschauen, ob da vielleicht etwas für euch ist. Ich kriege keine Kommission, ich kriege kein Geld, wenn ihr was einkauft. Aber manchmal lohnt es sich doch, da was zu kaufen, wenn man kaufen will, gerade jetzt, wo es günstiger ist. Das erste Thema. Ja, das erste Thema, die 350er. Wer es noch nicht weiß, von der Philippine Airlines hat die Lufthansa ja mehrere Flugzeuge bekommen. Vier Jets, die sollten ja eigentlich irgendwie relativ schnell in die Linie eingeführt werden und integriert werden. Deshalb hat man auch die Business Plus reingeführt, also das heißt eine Business Class, die besser ist als die jetzige in meinen Augen, aber schlechter als die kommende, also insofern eine Verbesserung. Die Lackierung der Maschinen wird irgendwie auch schon gemacht, das heißt also sind umlackiert und dann sollen die in der Flotte in München dann kommen. Und 21 Flugzeuge sollen dort stationiert sein und zwar als 350er, da sollten wir einfach mal drauf achten. Ja, was wurde gemacht in der Kabine? Ja, eigentlich gar nichts. Es wurden ein bisschen die Farbschemata geändert von Philippine Airlines. Also wer Bilder Philippine Airlines 350 Business Class sucht, wird auch die Bilder der neuen Business Class Lufthansa sehen, nur andere Farbgestaltung. Heißt also, dass man 30 Plätze in der Business Class hat, 25 in der Premium Economy sowie 241 in der Economy Class. Also vielleicht ein Vorteil. Und dann soll es auch noch mal 10 Jets geben für München. Ich hatte es ja schon erwähnt, die auch eine First Class haben. Ganz genau. Also vorne soll irgendwie so eine exquisite Suite reinkommen. Das ist doch mal was Neues und was Tolles. Also insofern finde ich das gut. Dann, auch wenn es um Flugzeuge geht, da müssen wir bei Lufthansa auch auf die 340er schauen. Auch auf die 380er, aber die 380er, ich kann es nur wiederholen, tot. Ja, die kommen nicht wieder. Also Hoffnung stirbt zuletzt. Vielleicht hat jemand im Vorstand Erbarmen, wenn die Zahlen wirklich so hoch gehen, wie wir es erwarten. Dann kommt der 380er, aber erstmal ist der 340-600er wieder. Und da kommen in die Flotte diese zum Einsatz. Und zwar ab München, bis die First Class da ist. Heißt also ganz einfach, dass die Flugzeuge fliegbar werden. Das heißt also auch mit einer First Class. Warum macht man das? Ja, weil man im Moment keine First Class Flugzeuge hat, weil eben der 380er nicht kommt. Und damit ist dann auch die 747-400 wieder in der Flotte drin. Die 19 747-8er sind schon alle da. Und die Vierstrahler werden anscheinend, obwohl sie Gasgasler, wie das im Englischen heißt, sind,
gebraucht. Also insofern, die Flugzeuge kommen auch. Und dann kommt der nächste Kicker. Ja, was denn? Weil so viele Flugzeuge ab München wieder fliegen, wird der Satellit wieder geöffnet. Ganz genau. Heißt also, das Terminal 1 war ja auch vorübergehend geschlossen. Das Terminal 2 von der Lufthansa war immer auf. Terminal 1 ist mittlerweile wieder offen. Heißt also, dass man jetzt das T2, also diesen Satelliten, wieder verbindet und die Erweiterung. Das heißt also, nachdem man 20 Monate von da aus nicht geflogen ist, wird es wieder mit der Bahn, leider nicht so mit Ambiente wie in Zürich, mit der Heidi-Bahn hingehen. Aber ansonsten ist das doch in Ordnung. Also, das heißt, nächste Woche soll es wieder soweit sein. Die G-Gates werden geöffnet und dann werden natürlich logischerweise, konsequenterweise auch hoffentlich die Lounges geöffnet. Da sind wir mal gespannt. Schreibt einfach unten in die Kommentarspalte rein, was ihr von den 350er haltet, was ihr davon haltet, dass der 380er nicht wiederkommt. Und da werde ich ganz traurig. Tut mir leid, ich bin 380er-Fan. Und natürlich ganz, ganz wichtig, was haltet ihr davon, dass der Satellit in München geöffnet wird? Ist das etwas, was für euch wichtig war oder nicht? Also insofern, lasst es uns nochmal wissen. Ja, weiter geht's. Lufthansa ist immer wieder auch mit dem CO2-Kompensieren am Start, mit Compensate. Hat also da jetzt wirklich gesagt, und da hatte ich einen eigenen Beitrag auch zu gemacht, dass Grünfliegen schick werden muss, und das hat Christina Förster gesagt, dass man da ja vielleicht sogar auch mit Prämien oder Statusmeilen die Leute hinterm Ofen hervorlocken möchte. Ich sage, mit Statusmeilen kriegst du jeden. Also insofern eine gute Idee. Schauen wir mal, wie es ist und ob sich das in irgendeiner Weise da dann auch bewahrheitet. Service. Ja, was sollen wir zum Service bei der Lufthansa sagen? Viele sagen, der Service geht bei der Lufthansa runter. Ich sehe es nicht so dramatisch, wie ihr das alle seht, und seht es mir nach, wenn ich meine Headlines immer so ein bisschen reißerischer machen muss wie gestern. Kein Alkohol. Natürlich, Bier und Wein sind Alkohol. Aber der Service steigt. Und zwar sollte es ja auch wieder bei der Swiss, glaube ich, war das, aber war es bei Lufthansa, auch die Erfrischungstücher geben, also diese Handtücher, die ihr vielleicht auch von Emirates kennt, die sind allerdings gestrichen worden, weil man diese als Virenschleuder von der Gewerkschaft bezeichnet hat. Und da möchte man das halt nicht machen. Und auch der niedrige Personalschlüssel, das heißt also, dass mehr Personal für, oder weniger Personal für mehr Passagiere so rum zuständig ist, möchte man das ganz klar auch etwas entzerren. Also insofern mag man nicht alle Serviceteile da wieder reinbringen. Und da müssen wir einfach mal anders gucken, in das Konzept Business Service bei der Swiss im Konkreten. Wir hatten ja darüber berichtet und ich hatte davon erzählt, dass der Business Class Service ein Dine on Demand werden sollte, so wie das in der First Class auch schon ist. Das heißt also, dann, wenn ihr was essen wollt, ding, und dann kommt die Flugbegleiterin, ding, und sagt, was darf ich bringen? Und dann kommt das Essen. Nachteil ist natürlich, dass man länger warten muss. 20 bis 30 Minuten dauert das. Aber es hat auch für Chaos gesorgt. Warum? Ganz einfach, weil natürlich die Leute in der Business Class zu jeder Tages- und Nachtzeit essen wollten. Das ist halt das Problem. Und das möchte man einfach ja vermeiden, weil es halt personalintensiver ist, als man dachte. Das Personal hat sich da gegen gewehrt. Die Gewerkschaften hat das auch als ersten Erfolg verzeichnet, dass man dies ja abwenden konnte. Und jetzt gibt es noch einen zweiten Kasus. Und zwar gibt es ja bei den Fluggesellschaften eine Art Snack. Nach 2 Stunden, nachdem der Essensservice war, sollte es Karten geben, die verteilt werden. Und diese Karten sollen dann animieren, dass man einen Snack sich holt. Das Problem ist, die Flugbegleiter sagen, naja, aber wenn man den Snack jetzt so 2 Stunden später die Karte gibt, dann haben die Leute ja aus Langeweile, Betonung auf Langeweile, einen Snackwunsch und keinen wirklichen Essenswunsch. Deshalb wäre es denen lieber, wenn man diese Karte zum ersten Menü auch verteilen würde, damit die Leute quasi nicht aus Langeweile bestellen. Könnt ihr euch eine Meinung bilden oder hier unten in die Kommentare schreiben, ob die Crew jetzt faul ist oder ob das etwas ist, was wirklich ein Problem ist. Also ich sehe das Thema zweischneidig. Auf der einen Seite verstehe ich natürlich, dass man die Kontakte mit den Passagieren reduzieren möchte in Corona-Zeiten. Habe ich persönlich auch vollstes Verständnis für. Aber auf der anderen Seite ist es doch gerade ein Vorteil der Business Class, dass man Dine on Demand machen könnte oder auch mehr individuelleren Restaurant-Service. Also insofern, ich kann beide Seiten verstehen. Aber schreibt unten rein, beide Hände nehmen wir, schreibt unten rein, welche Meinung ihr dazu habt. Also insofern, dass der Bistro-Service aus Langeweile nicht genutzt werden soll oder die Crew halt die Kontakte reduzieren möchte. Und dann als Abschlussthema natürlich, was wir natürlich wie immer besprechen müssen,
Lufthansa und Flugzeuge. Die 777X war ja gerade in Frankfurt zu Besuch übers Wochenende aus Dubai. Ich hatte ja das Glück, das Flugzeug auch in Dubai persönlich zu sehen. Und da im Rande des Gesprächs kam halt heraus, dass Lufthansa auch verhandelt über die Frachterversion mit der Boeing-Freundschaft. Cervelia hätte ich fast gesagt, Seattle natürlich, Hauptsache Spanien. Also insofern, dass man da schaut, ob man da halt die Cargo mit der 777X erweitert. Ich glaube einfach, dass das ein Game-Changer wird. In der anderen Situation, allerdings mit dem 350F, gibt es auch eine Geschichte. Man geht davon aus, dass das Flugzeug, vielleicht nicht unbedingt beim Lufthansa-Konzern, aber als Frachterversion ganz bestimmt das erste Flugzeug, was ein Ein-Mann-Cockpit haben wird, sein soll. Da können wir mal schauen. Bei Cargo ist das jetzt nicht ganz so problematisch, weil Fracht motzt nicht, Fracht kotzt nicht, wie das so schön heißt. Aber schwierig mit einem Piloten, wenn der ausfällt. Ich habe da so meine Zweifel. Für Passagiere kann ich mir zumindest definitiv nicht vorstellen. Für Cargo so semi. Drohnen fliegen ja auch eigentlich. Also vielleicht sollte ich da nicht so viele Ressentiments haben, wie man im Französischen sagt. Aber sagt doch einfach, was ihr davon haltet. Und wir sind jetzt auch schon bei knappen 11 Minuten angelangt. Habe ich hier wieder alleine gesabbelt, ohne Mario an der Hand. Den treffe ich am Samstag. Da haben wir einen Stammtisch in Berlin, diesen Samstag. Samstagabend, 18.30 Uhr, Mercedes-Benz Arena in der Gegend. Da gibt es, glaube ich, einen Sausalitos und noch andere Etablissements. Also, wenn ihr da hinkommen wollt, kommt einfach. Ich werde es auch auf Facebook veröffentlichen. Genau, in 2 Tagen. Also, Abonnierbefehl, ganz genau. Glocke an, liken, ne, und kommentieren. Danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV. Und ihr wisst ja, wie immer, bei Sorgen, Ängsten und Nöten. Kommentieren, kommentieren, kommentieren. Also, bis dann. Danke, ciao.